Aus meiner Sicht ist das Ziel des Studiengangs Umweltsicherung, dass man Methoden lernt, wie man die Welt etwas ökologischer gestalten kann. Es gibt eigentlich zwei grobe Richtungen. Einmal der technische Umweltschutz und auf der anderen Seite mehr der ökologische, angewandte Naturschutz. Da geht es dann eben vom Bereich der erneuerbaren Energien über die Abfallwirtschaft bis hin tatsächlich in den Bereich Biomonitoring oder Gewässerschutz. Das Besondere am Studieren in Triesdorf ist, dass man direkt von der Umwelt, also von dem, was man für zukünftige Generationen erhalten und wieder aufbauen möchte, umgeben ist. Das Studium gibt einem technische, planerische und wissenschaftliche Werkzeuge in die Hand, um wirklich etwas zum Umweltschutz beizutragen. Ja, Triesdorf ist kein Hochschulstandort, Triesdorf ist ein Gefühl. Mit meinen Kommilitonen in Triesdorf, das war eine sehr gute Zeit, eine Zeit, aus der auch viele Freundschaften hervorgegangen sind, die heute noch gut zusammenarbeiten, man kennt sich. Im Studiengang Umweltsicherung geht es darum, wirklich anzupacken und den Umweltschutz in die Tat umzusetzen. Also ein Studium hier in Triesdorf ist besonders für die Leute geeignet, die Interesse haben, im naturwissenschaftlichen Bereich tätig zu werden, die also sowohl Interesse haben an biologischen Vorgängen, aber auch an allgemeinen chemischen Prozessen und die eben auch darauf Wert legen, schon praktische Erfahrungen während des Studiums sammeln zu können. Und so sehe ich den Triesdorfer, einen, der fachliches Wissen hat in vielen Bereichen, aber der in der Lage ist, durch den Weitblick, den man dort lernt, zu verbinden.